Moment und gleich Das sind wir dauert eine halbe Minute, ne? bis, Ungefähr. genau, es dauert nicht lang. Einen schönen guten Abend oder auch guten Tag oder wann Sie dieses Gespräch nicht nur live anschauen, sondern nachschauen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir widmen uns heute mit Gästen aus Österreich und Deutschland, die allesamt eines verbindet, nämlich unter anderem, dass sie Co-Autorinnen und Co-Autoren eines gemeinsamen Sammelbandes sind, der Verteidigung der Demokratie. Ich darf auch kurz die Buchempfehlung dazu zeigen mit spannenden Beiträgen. Zu der Demokratie, nämlich der Demokratie, die Platz hat für Streit, Skepsis und Kritik, um wehrhaft zu sein und für eine Demokratie, die auch starkes Engagement braucht. Und über dieses Engagement und viele Aspekte unter diesem Motto werden wir heute diskutieren dürfen. Und dazu haben wir sehr spannende Gäste, die ich ganz kurz zu Beginn vorstellen darf. Ich mache es jetzt bei der Begrüßung alphabetisch. Ganz herzlich, Frau Doktorin Elke Kriglewski. Sie ist Geschäftsführerin und Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und eben Co-Autorin von Verteidigt die Demokratie. Herzlich willkommen bei uns. Herzlichen Dankeschön. Wir begrüßen ganz herzlich Monika Salzer. Sie ist Psychotherapeutin, evangelische Theologin, Gründerin der zivilgesellschaftlichen Plattform Omas gegen Rechts und ebenfalls Co-Autorin von Verteidigt die Demokratie. Herzlich willkommen bei uns. Guten Abend. Und wir begrüßen ganz herzlich Walter Sittler. Er ist Schauspieler, er ist Produzent. Ich darf es in unserer Runde erwähnen, wenngleich er natürlich parteilos ist, dass er auch für die SPD an der Bundesversammlung in Deutschland zweimal teilnehmen durfte und er ist Co-Autor ebenfalls des Buches Verteidigt die Demokratie. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ja, und entschuldigen muss ich leider aufgrund einer Erkrankung Marina Weißband. Sie musste leider sehr kurzfristig ihre Zusage zurückziehen und alle Termine bis Ende April absagen. Wir wünschen an der Stelle eine gute Besserung. Und ich darf gleich mit dem Gespräch beginnen, indem wir in einer ersten Runde kurz auf die Beiträge unserer Gäste ein bisschen näher eingehen wollen. Und Frau Salzer, ich darf mit Ihnen beginnen. Wo entspringt denn die Freude an der Demokratie und wo ist damit auch das Recht verbunden, zum Beispiel der Omas gegen Rechts Widerstand zu leisten? Naja, es ist meine Generation. Ich bin 1948 geboren und habe noch die Erzählungen meiner Großeltern und Eltern im Ohr, mittlerweile auch die meiner Kinder und Enkelkinder. Das heißt, es sind fünf Generationen, die mich verbinden. Und der Beginn der Omas gegen Rechts war einfach diese wirkliche Unzufriedenheit und eigentlich Erschrecken über den Rechtsruck in Österreich 2017. Ihre Frage war aber eine andere. Jetzt habe ich Der zweite Teil der Frage wäre, woher nehmen die Omas denn auch sich das Recht zum Widerstand, um auch auf ihren Beitrag ein ja, bisschen also einzugehen? die Frage ist, warum nicht? Aber wir sind eigentlich, habe ich den Eindruck, die erste Generation, die nach dem Krieg die Demokratie und das Erstarken der Demokratie und die Hochblüte demokratischer Zeiten erlebt hat. Und da meine ich jetzt die Zeit der 70er Jahre, wo wir gerade um die 20 waren, Bruno Kreisky, die Familienrechtsreform, viele andere Dinge, die mir und meiner Generation ein Gefühl von Sicherheit gegeben haben, von Entwicklung, von Emanzipation und Widerstand war in Ordnung. Ja. Meine Generation vor uns, das war ganz eine andere Generation natürlich, die waren im Krieg.
und haben den Zweiten Weltkrieg bitter miterlebt. Und wir hatten die Freiheit, in einer Demokratie zu leben. Und deshalb wollen wir auch, dass unsere Kinder und Enkelkinder vor allem, und die geht es ja auch, weiter in einer Demokratie leben können. Also das ist uns wirklich ein Herzensanliegen und wir wissen, was eine Demokratie bedeutet. Also viele widersprechende Leute in den Social Media sagen mir dauernd, wir leben ja gar nicht in einer Demokratie in Deutschland, zum Beispiel. Und da kann ich nur sagen, woher die das haben, wahrscheinlich von der AfD. Aber das ist für mich wirklich auch bitter, so eine Dummheit. Bitter. Vielen Dank. Vielleicht um noch ein bisschen diese Beiträge in einer ersten Runde zu vertiefen. Frau Gilewski, Demokratie bewahren. Welchen Beitrag leistet denn da die Arbeit der Gedenkstätten für die Demokratie und auch für die Demokratiebildung? Vielleicht können Sie uns da anhand Ihrer eigenen Arbeit an einer Gedenkstätte ein bisschen einen Einblick geben. Grundsätzlich hat man ja schon sehr schnell nach 1945 gesagt, dass man aus der Geschichte lernen möchte. Und für viele Generationen oder für die Menschen, die die Geschichte noch erlebt haben, auch was Frau Salzer gerade gesagt hat, war das plausibel. Und aufgrund der zeitlichen Distanz wird es für immer weniger Menschen plausibel, ungeachtet der Herkunft. Und von daher ist es Aufgabe der Gedenkstätten aus meiner Perspektive, dass wir das plausibel machen. Also warum beispielsweise es, wenn wir sagen, wir wissen, wohin Antisemitismus führen kann, wir wissen, wohin Vorurteile führen können, wie sich Radikalisierungsprozesse entwickeln, dann können wir das ausgehend von der Geschichte unserer historischen Orte machen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, die wir einnehmen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, finde ich, sind wir auch Orte, die durch unsere Existenz quasi das Gegenteil darstellen dessen, was rechte Parteien oder rechte Strömungen in unserer Gesellschaft wollen. Und auch an der Stelle quasi können wir einen Beitrag leisten zur Stabilisierung unserer Demokratie. Vielen herzlichen Dank. Ja, auch das werden wir natürlich noch im weiteren Gespräch vertiefen dürfen. Unsere erste Runde möchte ich natürlich gerne abschließen. Herr Sittler, aus Ihrer Sicht, wie sieht denn dieses tägliche Tun für die freie, soziale und gleichberechtigte Gesellschaft, wie Sie das ja auch beschreiben, aus? Da gibt es verschiedene Tätigkeiten, die man da machen muss. Das eine ist, um an meine Vorrednerin anzuschließen, wenn man die Vergangenheit nicht kennt, wird man die Zukunft kaum gestalten können, weil dann macht man immer dieselben Fehler. Weil wir haben die Chance, aus der Vergangenheit zu lernen. Es passiert nicht so oft. Und das tägliche Tun für mich besteht darin, einmal, dass man die Vorgänge in der Gesellschaft genau beobachtet, dass man sich immer wieder versichert, selber versichert, was Demokratie eigentlich ist. Das ist etwas, von dem ich finde, dass es weder in den Schulen noch in den Zeitungen genügend ausgebreitet wird, weil das Demokratie besteht aus bestimmten Bestandteilen. Und wenn man sagt, wir sind gegen rechts, dann muss man aber auch gleichzeitig sagen, wofür sind wir denn eigentlich? Weil allein zu wählen oder zu wissen, wie eine Wahl geht, das ist nicht Demokratie, das ist ein kleiner Teil davon. Demokratie ist viel mehr. Demokratie ist ein aktives Tun in der kleinen Gemeinschaft, in der man lebt. Demokratie hat sehr viel mit Respekt zu tun, hat sehr viel mit Zuhören zu tun. Zuhören, was andere Leute sagen, wenn man diskutieren will über das, was vor sich geht, und hat sehr viel mit Kompromiss zu tun. Demokratie ist kein Zustand des Empfangens ununterbrochen. Man wird in der Demokratie durch die Diskussion entscheiden, welche Rechte wir haben. Und die schreibt man dann auch auf und die gelten dann auch. Die kann man auch ändern. Das ist das Schöne an der Demokratie. Es ist nichts in Stein gemeißelt, sondern man muss ständig darum kämpfen, dass es dabei bleibt und dass diejenigen, die weniger Chancen haben, das gibt es in der Demokratie, dass man das möglichst abstellt. Und wenn ich an den Ausdruck von Rainer Voss denke, um die Demokratie zu beschreiben, der hat geschrieben, ist es ganz leicht und ich fand das überzeugend. Demokratie ist ein nicht erfülltes Gerechtigkeitsversprechen. Und das hat mir so gut gefallen, weil es
beinhaltet, dass man ständig weiter daran arbeiten muss, also aktiv werden und Respekt haben. Es hat selbst damit zu tun, dass man den Rechten gegenüber Respekt haben muss, auch wenn es schwerfällt, und aktiv für die Demokratie eintreten, damit die keine Anhänger mehr bekommen. Weil wir werden nicht ganz wegbekommen, das geht nicht. Das war in Deutschland schon immer so. Wir haben ungefähr 20% rechtslastige Bürgerinnen und Bürger. Damit muss man auskommen, das muss man aushalten, leider. Ja, vielleicht, Frau Salzer, wollten Sie was Ja, ergänzen? mir Ja, fällt bitte. dazu ein, genau dazu, dass wir, also es hat Kreisky davon geredet, auch viele andere, von einer Demokratisierung der Gesellschaft. Also die Demokratie ist auf der einen Seite ein System, eigentlich ein Kopfsystem, keines aus dem Herzen, sondern das kann man auch nicht angreifen, ein System, aber ein System kann für Gerechtigkeit sorgen. Und es ist immer weiter zu entwickeln. Also das ist nicht etwas, was man hat, wie ein Haus, das da steht und möglicherweise auch zerfällt, sondern es ist eine Aufgabe in unserer Gesellschaft, sich um diese Demokratie zu kümmern und sie weiterzuentwickeln und vor allem an unsere Jugend auch weiterzugeben. Also mir ist das auch ein großes Anliegen, die Bildung unserer Jugend und auch die Verantwortung gegenüber der Jugend. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft die Jugend keine wirkliche Bedeutung hat im Sinne von Gesetzestexten, die überlegt werden, ob die noch in 20, 30 Jahren für die Jugend gelten können. Ja, also dieses eher mit der Jugend denken, das ist ganz wichtig. Und die Demokratisierung der Gesellschaft ist im Moment in einem Rückschritt begriffen, der uns wirklich Angst macht. Und ich finde, wenn ich noch was sagen darf, kurz, die Arbeit an der Demokratie, es hilft, wenn man sich klar macht, dass die Politikerinnen und Politiker und die Vertreter in den Parlamenten, das sind Angestellte des Volkes. Das sind nicht irgendwelche Herren, die alles sagen dürfen oder Frauen, sondern die sind uns gegenüber verantwortlich. Der Verantwortung, Das, ja. und diese Verantwortung muss man verlangen, die muss man immer wieder einfordern. Und ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung, dass sie diese Verantwortung ungerne wahrnehmen. Ja. Beginnen wir vielleicht damit, nachdem es jetzt schon ein bisschen mit Rechtslastigkeit und ein paar anderen Begriffen angeklungen ist, mit einem aktuellen Thema, mit einer Entwicklung, die wir sowohl in Österreich, wo sich hier an Demonstrationen einige 10.000 Menschen beteiligt haben, in Deutschland sogar mehrere Millionen Menschen für die Demokratie. Aus Ihrer Sicht, wie kann man denn gemeinsam eine starke Brandmauer gegen etwas errichten, was man durch Treffen wie etwa in Bayern oder auch in Potsdam in der Villa Adlon zuletzt in einer breiten Öffentlichkeit wahrnehmen musste? Wie kann man verhindern, dass hier ein Dammbruch, der Aufstieg von demokratiefeindlichen Kräften vorangetrieben wird? Wer möchte beginnen? Ich würde mal den Aufschlag Bitte. machen, weil ich auch noch ein bisschen hänge an Ihren Worten, Herr Sittler, den Rechten gegenüber Respekt zu haben. Also ich glaube, ich würde da gerne noch mal länger drüber nachdenken oder definieren, was genau Respekt bedeutet. Denn bei dieser Brandmauerdiskussion geht es ganz oft auch oder wird ganz oft in den Raum gestellt, die vermeintliche Notwendigkeit einer Neutralität. Und wenn ich über die Gedenkstätten nachdenke oder wenn ich auch über bestimmte Werte denke oder Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und so weiter, dann ist das, sind das falsche Begriffe, weil dann geht es nicht um Neutralität. Also wenn wir uns der Demokratie verpflichten, wenn wir uns verpflichten, aus der Geschichte lernen zu wollen, wenn wir uns verpflichten, das, was uns die Überlebenden beispielsweise übertragen haben, dann sind wir nicht neutral, sondern dann sind wir eindeutig positioniert für positive Werte, für positive Dinge. Und an der Stelle ist es genau da, was verhindert das Bröckeln, dass wir sagen, es gibt Grenzen dessen, wo wir beispielsweise mit rechten Parteien oder sowas kooperieren. Weil, und zwar immer genau an den Stellen, an denen
sie im Widerspruch zu dem stehen, was wir als Institution oder als Individuen vertreten. Also Und wenn ich da muss eine Eindeutigkeit sein. Rosita, Kurz bitte. antworten. Also bei Respekt meine ich Respekt den Leuten, den einzelnen Rechten gegenüber. Ganz harte Rechte sind nicht alle 20% in Deutschland, aber eine ganze Reihe. Es geht nicht um das zu sagen, die Politik, die sie machen, ist richtig oder die muss ich verfolgen. Überhaupt nicht. Ich bin sehr dafür, dass man sagt, wir werden mit rechten Parteien, weil sie die Demokratie ablehnen, nicht kooperieren. Und zwar nie. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mit ihnen sprechen. Das heißt auch nicht, dass wir sie als Menschen respektieren. Das müssen wir, finde ich. Sie ja auch, ich merke schon. Ja, also aber, dass man da eine klare Haltung hat und eine positive Haltung zu dem, was wir wollen. Und nicht immer nur sagen, wogegen wir sind. Das ist wichtig, dass wir wissen, wogegen wir sind. Aber es ist genauso wichtig, wofür sind wir denn eigentlich genau? Es heißt immer, wir sind alles Demokraten. Ja, aber dann fragen Sie mal welche auf der Straße, was Demokratie heißt. Ja, dass ich machen kann, was ich will. Nein, das ist ein Teil davon. Also das meine ich. Also insofern bin ich ganz auf Ihrer Seite, übrigens. Naja, man muss sagen, die Demokratie ist ein Wertesystem. Ja, sie hat Sorge zu tragen für den Sozialstaat, für den Rechtsstaat, für den Ausgleich der Gesellschaft, also für Gerechtigkeit. Sie fußt auf den Menschenrechten. Das heißt, sie ist kein neutrales System, sondern sie ist ein Wertesystem. Und um diese Werte geht es, sie zu verteidigen. Ja, sie sind in Gefahr. Es ist der Rechtsstaat in Gefahr, es ist sind die Medien in Gefahr, es ist sehr viel. Also mich rührt das, wir sind seit kurzem bei TikTok und da gibt es Richterinnen und Richter, die sich für den Rechtsstaat einsetzen und Angst haben, dass der Rechtsstaat kippt. Also ich habe das so wirklich erst entsetzlich eigentlich gefunden, dass sich möglicherweise dann auch Ärzte dafür einsetzen, dass es noch eine Gesundheitspolitik gibt. Es ist wirklich brandgefährlich, diese Zeit. Und natürlich die FPÖ sagt Menschenrechte, was sind überhaupt Menschenrechte? Also es wird alles in Frage gestellt im Moment. Und dagegen stehen wir auf und gehen auf die Straße. Und das ist parteiergreifend. Ja, Ja. aber das Wertesystem muss sich in praktischer Politik ausdrücken, sonst ist es nichts wert. Ja, Und das das ist drückt das sich Problem, auch dass, aus. ja, dass es in der praktischen Politik, sagen wir mal, Versäumnisse gibt in den letzten 20 Jahren, in der Bundesrepublik zum Beispiel, die sehr stark dazu beigetragen haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und nicht, weil das keine Demokraten waren, die das gemacht haben, sondern weil man nicht aufgepasst hat, weil man dachte, naja, das mit der Wirtschaft und der Kapitalismus, der uns so viel Luxus gebracht hat, der wird das schon, das wird schon. Nein, wird nicht, weil die sozialen Unterschiede sind so enorm geworden, sehr viel größer, als sie vor 30 Jahren waren, in Österreich glaube ich auch, in den USA ist es noch viel schlimmer. Ja. Und wenn man die entsprechenden, also politischen Forscher liest, ausnahmslos alle sagen, wenn man die Vermögensverhältnisse nicht einigermaßen in den Griff kriegt, wenn die Schere noch weitergeht, dann sterben die Demokratien aus. Und zwar ist das aus der Geschichte zu sehen. Ja. Eine Ergänzung machen, also weil ich Bitte. glaube, wenn wir von Demokratie sprechen, dann sind wir sowohl als Individuen als auch als Institutionen ja alle gefordert. Und wenn wir von der Brandmauer nochmal sprechen, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass diese Brandmauer auch beispielsweise nicht kippt bei der Frage, wie viel Raum gebe ich bestimmten Äußerungen im öffentlichen Raum. Also beispielsweise, ich finde das tatsächlich auch problematisch, an wie vielen Stellen beispielsweise in Talkshows rechten Positionen Raum gegeben wurde. Und das dann immer so aussah, wir präsentieren euch zwei Experten, Expertinnen und ihr dürft auswählen, wer die richtige Meinung hat. Das in Zeiten, wo man nicht also für diese Diskussion sagt man ja auch nicht, dass man alle Positionen sozusagen vertritt oder einlädt. Und deswegen geht es gar nicht um eine Quotierung und es geht nicht um Neutralität, sondern es ist immer eine Auswahl derjenigen, die diese Runden gestalten. Also das finde ich auch nochmal wichtig. Und das ist dann nicht nur die Politik, sondern das sind eben auch andere öffentliche Bereiche. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist,
Ich finde auch, dass wir eine Verantwortung haben für diejenigen, die bereits Opfer von diesen Folgen von rechter Politik sind. Also wir drei gehören da nicht zu, als oder nur sehr bedingt. Aber wenn ich anders gelesen werde, weil ich beispielsweise Person of Color bin oder sowas, dann bin ich in Deutschland zumindest an vielen Stellen schon wirklich gefährdet. Und wenn ich an die Gedenkstätten denke, wir haben einen massiven Anstieg an Bedrohungen, an anonymen Anrufen. Wir hatten letztes Jahr in der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten einen richtigen Übergriff mit zerschlagenen Fensterscheiben und so weiter und so weiter. Das heißt also, an vielen, vielen Stellen sind diese Äußerungen ja nicht mehr nur Äußerungen, sondern stellen schon eine reale Bedrohung für Einzelpersonen und Institutionen dar. Und das, glaube ich, müssen wir auch im Blick haben bei der Frage von eindeutiger Positionierung. Ja. Naja, ich würde jetzt noch gerne, bevor wir dann gleich zum nächsten kommen, noch einen Aspekt ansprechen. Und Sie haben das ja jetzt schon in den verschiedenen Beiträgen gesagt, dass man natürlich nicht zulassen darf, dass eben Propaganda und Rassismus in der Gesellschaft Wurzeln schlagen. Nachdem wir heuer Europawahlen haben, in Deutschland gibt es Landtagswahlen, vor allem in Ostdeutschland, wo ja die AfD in Umfragen vorne ist. In Österreich haben wir Nationalratswahlen, wo die FPÖ in Umfragen vorne ist. Glauben Sie, es sind nicht nur die Demonstrationen, aber insgesamt öffentliche Proteste, sei es vor Ort, sei es online, haben die das Potenzial aus Ihrer Sicht, die Zustimmung bei Wahlen zu rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien zu beeinflussen? Oder zeigt sich da ein grundsätzliches Potenzial von breiten zivilgesellschaftlichen Initiativen. Was könnte da der praktische Effekt sein? Wie würden Sie das einschätzen? Kann das auch wirken, abseits von diesen urbanen Ballungsräumen? Wirkt das auch am Land? Wie würden Sie das einschätzen? Wer möchte beginnen? Herr Siedler, glaube ich, ja. Also ja, wenn man den Statistiken glauben darf, haben diese Demonstrationen dazu geführt, dass die AfD in den Umfragen zumindest, die muss man auch mit Vorsicht behandeln natürlich, dass die Prozentpunkte verliert. Dazu hat auch das Treffen in Potsdam natürlich beigetragen. Und es ist auch gut, wenn die Demokraten der verschiedenen Richtungen, die da sind, merken, dass sie nicht alleine sind. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Demokratie, dass wir als Gemeinschaft auftreten können. Da ist nicht der Einzelne nur wichtig, sondern da ist die Menge wichtig, die zusammenkommt, um zu sagen, wir wollen das, was die Rechten jetzt gerade machen, wir wollen das nicht. Das macht Mut. Und es sind wenige Helden da. Ich bin kein großer Anhänger von Heldentum, weil ich glaube, die gibt es eigentlich auch nicht. Und deswegen braucht man in der Demokratie diese Menge, die friedlich demonstriert und sagt, wie wir eigentlich leben wollen. Nämlich in einer Demokratie, wo Gleichheit herrscht, wo Meinungsfreiheit herrscht, Versammlungsfreiheit herrscht, wo die Gesetze funktionieren, wo man ein gutes Regierungssystem hat, was man ständig natürlich kontrollieren muss. Und das hat eine Wirkung. Ob es auf dem Land eine Wirkung hat, da habe ich die Statistiken leider nicht im Kopf. Ich habe die in den Ballungsräumen gelesen, die anderen leider nicht. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Frau Salzer, Frau Kriegrewski, wer möchte ergänzen? Bitte. Also ich teile das, was Herr Sittler sagt. Ich würde zwei Punkte noch ergänzen. Das eine ist, also, oder meine Hoffnung ist, dass dadurch, dass so viele Menschen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft auf die Straße gegangen sind, ist, dass das sogenannte Protestwähler, Wählerinnen zum Nachdenken bringt. Und ich habe noch eine Gruppe im Auge, die nicht in Deutschland ist und die keine Wahlergebnisse beeinflussen wird. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir in Kontakt mit Überlebenden und Angehörigen von Überlebenden in vielen Ländern sind, die mit großer Sorge beobachten, was in Deutschland passiert über die Wahlergebnisse. Und ich halte das für ein ganz wichtiges Zeichen, auch für diese Gruppe, dass sie sehen, es gibt da ein Gegengewicht. Und es ist nicht so, dass es ausschließlich diesen Trend nach rechts gibt, auch wenn man den wirklich nicht runterspielen sollte, aber zu hören, es gibt auch andere Stimmen in diesem Land. Stimmt. Frau Salzer.
Ja, ich habe diese Reaktion und dann die Demonstrationen wirklich sehr, sehr toll gefunden. Man hat gemerkt, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, die normalerweise nicht auf die Straße gehen. Und wir haben auch überlegt, wo ist unser Ort, der Omas, gegen rechts, heißt eigentlich gegen rechts extrem. Und das ist die Straße. Ja? Also wir haben das Gefühl, wenn wir auf die Straße gehen, können wir einen wesentlichen Beitrag für diese Demokratie leisten. Davon bin ich überzeugt. Und wenn es nur für uns ist, ja, aber es ist auch für andere, wie man sieht, weil es ja in Deutschland so viele Nachfolgergruppierungen gegeben hat von den Omas. Ich habe sie in Wien gegründet, aber es ist offensichtlich meiner Generation wichtig, noch etwas Wesentliches zu sagen und zu hinterlassen. Und das, was ich an der Demokratie halt so wahnsinnig schätze, ist, dass sie ein System der Aushandlung ist von verschiedenen Interessen. Also, Herr Sittler, Sie haben völlig recht, man kann nicht sagen, irgendwer gehört nicht dazu, sondern es ist wichtig, dass im gesellschaftlichen Umfeld alle zur Sprache kommen können und Interessen ausgehandelt werden. Im Grunde hätte sie die Verantwortung, ein gerechtes System zu schaffen, für Gerechtigkeit zu sorgen. Das heißt, wenn es Armut in der Gesellschaft gibt, ist das eine Schwäche der Demokratie. Und ich glaube, dass halt dieser Rechtsruck prinzipiell auf der ganzen Welt etwas mit dem Wirtschaftssystem hat, das absolut nicht menschenfreundlich ist. Wenn ich noch eins sagen darf, im Zusammenhang mit der Vergangenheit, die Sie vorhin erwähnten. Wenn man in die Vergangenheit schaut, hatte die NSDAP in freien Wahlen nie eine absolute Mehrheit. Die hatte sie erst, als die anderen Parteien nicht mehr gab und die Menschen die Pistolen auf der Brust hatte. Das heißt also, wenn wir daran denken und jetzt sagen, in Thüringen werden sie über 30% haben, was viel zu viel ist, aber im Westen nicht. Da sind sie bei 14, 15, 18. Ist es wichtig, dass man diejenigen, die nicht dafür sind, dass man die Ja. ermutigt und ermuntert, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, wir sind mehr und wir wollen das nicht. Und auch die Parteien, vor allem die konservativen Parteien, zu sagen, ihr werdet nicht mit den Rechten zusammenarbeiten, sonst wählen wir euch nicht. Das ist wichtig. Und in Thüringen haben sie mit der AfD kooperiert, dummerweise, ohne jede Not. Und dazu muss man dann in der Wahl kann man seine Meinung sagen. Da muss man den Menschen sagen, dann wählen wir euch nicht, sondern wir wählen die anderen. Ja, also wenn die Grünen oder die FDP oder was auch immer, ja, also ich weiß, wen ich wähle, aber das ist nicht wichtig. Also Es braucht auch, also wir machen jetzt den Europakongress Ende April, wo sehr viele deutsche Omas zu uns kommen nach Wien und wir werden ungefähr 130 sein und überlegen uns ganz konkret, wie wir die jungen Menschen motivieren können, zur Wahl zu gehen und vor allem die Nichtwählerinnen. Ja, das ist es. Wir denken nie an die, die nicht wählen gehen, nur die sind wahlentscheidend. ja, also in Deutschland wird schon daran gedacht, aber man muss ihnen klar machen, wer nicht wählt, wählt auch. Ja, Sie kommen gar gerecht. nicht umhin zu wählen. Sie machen es nicht aktiv, aber sie stützen damit jemanden, den sie gar nicht stützen wollen. Und die Demokratie muss wieder richtig attraktiv werden, weil natürlich ist die Demokratie langweilig. Es dauert alles ewig. Man muss Kompromisse machen. Es ist unglaublich kompliziert, weil so viele Interessen sind und so. Und da will man natürlich, ja, soll einer kommen und sagen, nein. Aber das ist ja das Schöne. Und das hat auch ein Engländer hat gesagt, Democracy is extremely messy. Und wenn man das nicht aushält, dann kann man kein Demokrat sein. Das ist so. Nachdem es der Herr Sittler jetzt schon ein bisschen angesprochen hat, wollen wir jetzt dann natürlich auch schon ein bisschen auf die möglichen Lösungswege gehen. Nachdem jetzt eben dieser Hass gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Zugehörige nicht-christlicher Religionen, gegen die People of Color, Frau Kryglewski hat es erwähnt, ja geschürt wurden und mit dieser Rhetorik und auch mit Taten ja darauf abgezielt wird, eben Teile der Gesellschaft auszuschließen und zu spalten. Wie kann man denn da ein Bündnis formen, ein Bündnis demokratischer Kräfte, die dafür sorgen, dass das nicht untergraben wird. Wie kann dieser Schulterschluss, nachdem jetzt schon einzelne Wahlen auch angesprochen wurden, auch am Tag nach einer Wahl halten? Ich sage jetzt, in Österreich haben alle möglichen Parteien ausgeschlossen vor der Wahl, dass sie mit Herbert Kickl und der FPÖ keine Koalition eingehen.
In Österreich haben wir Erfahrungen mit Regierungsverantwortung in der FPÖ auf Bundesebene, was in Deutschland mit der AfD noch nicht der Fall ist. Also wie hält dieses Bündnis demokratischer Kräfte auch am Tag nach der Wahl aus Ihrer Sicht? Darf ich zum ersten Teil aber Bitte. nochmal, also weil ich finde, dass es geht früher los und es geht nämlich früher los, indem man schlicht die Diskurse auch hinterfragt. Also es werden Menschen zu Fremden gemacht, die keine Fremden sind, die hier in der dritten Generation oder vierten Generation in Deutschland leben, wo die Eltern schon in Deutschland geboren sind und die als Fremde markiert und dann gelesen werden. Und das finde ich wirklich etwas, was viel früher losgeht und wo wir als Menschen, denen die Demokratie wichtig ist, auch in unserem privaten Umfeld dagegen anargumentieren müssen oder wenn wir damit konfrontiert werden, dass diese Diskurse sich so breit machen, dass man sie wirklich hinterfragt. Das ist das Erste. Und sich, also ich bin nun nicht parteipolitisch organisiert oder sowas, aber ich glaube schon, dass es auch sinnvoll ist, immer wieder sich mit den demokratischen Kräften in Ortschaften zusammenzutun, anlässlich von, also weiß ich nicht, ob man das Grundgesetz feiert, ob man bestimmte Jahrestage gemeinsam begeht und so weiter und so weiter, um immer wieder deutlich zu machen, dass man auf der Grundlage von einem bestimmten, ich nenne es jetzt mal Minimalkonsens, dann auch über Dinge streiten kann in einer Demokratie. Und dass aber genau die Frage ist, wer hat diesen Minimalkonsens verlassen beispielsweise? Und dass wir dann mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten zu unterschiedlichen Anlässen, das finde ich ist ziemlich logisch und das ist auch eine Form der Stärkung von solchen demokratischen Bündnissen. Und zur Parteipolitik müssen dann meine Co-Panelisten was sagen. Es hat gar nicht unbedingt so mit Parteipolitik zu tun, aber sagen wir mal ein Bündnis demokratischer Kräfte, nennen wir es einmal so, da ist ja auch die Gesellschaft ein Teil davon. Frau Salzer. Ja, bei allen Demonstrationen der letzten 6 Jahre waren Bündnisse demokratischer Kräfte auf der Straße. Und ich kann nur sagen, falls wir Zuhörerinnen und Zuhörer, geht mit, macht diese Macht der Straße wirklich. Es kann mehr und mehr und mehr sein. Eine andere Chance, sozusagen gehört zu werden, eins zu eins. Die gibt es nicht. Wir Omas sind normalerweise Leute, von denen man gesagt hat, bis jetzt, sie sollen sich in einen Sessel setzen, sie sollen Ruhe geben, sie sollen stricken, sie sollen Apfelkuchen backen, sie sollen Enkelkindern Geld geben und aus. Sie sollen ihren Mund halten. Und ich habe dann diesen Satz geboren: Alt sein heißt nicht stumm sein. Und ich glaube, dass in jeder Generation Stumme sind, die dann im Nachhinein jammern werden. Deshalb müssen wir irgendwie zu mehr Aktionismus kommen letzten Endes und Aktionen und dieses Gefühl. Also bei uns war das so, dass viele dann gesagt haben, ah, wenn ihr auf die Straße geht, dann traue ich mich auch, dann gehe ich mit euch. Also diese Angst vor der Straße überwinden, wobei ich gehört habe immer wieder, dass in Deutschland die Gewalt zugenommen hat und viele sich fürchten, bei Demonstrationen, vor allem im Osten, teilzunehmen. Aber in irgendeiner Form findet man da vielleicht auch Lösungen. Wir müssen die Kraft der Straße nutzen. Und ich glaube, dass die früheren Generationen, gerade in der Zwischenkriegszeit, die haben auch die Macht der Straße genutzt. Nur hat es ihnen dann letzten Endes nicht geholfen, sondern die Macht der Straße haben dann die Nazis übernommen. Das darf nicht passieren. Siedler. Da möchte ich auf den Anfang zurückkommen. Es ist ein aktives Tun. Es sollte für meinen Begriff in den Kindergärten losgehen, in der Schule losgehen, in den Universitäten, dass man nicht nur Fakten lernt und seinen Beruf lernt, sondern es geht auch um die demokratische Bildung. Und ich habe mal gesagt, jeder, der Manager werden will oder Volkswirt und dann internationale Dinge macht, der muss mindestens 2 Semester Philosophie studieren, sonst kriegt er seinen Abschluss nicht. Es passiert aber nicht.
sondern man kann ganz viel und kann ganz viel Geld verdienen. Und was macht man dann damit? Und dann ist ein Teil davon, dass man auch mit der Sprache gut umgeht. Zum Beispiel, was die CDU in Deutschland macht mit ihrer Leitkultur, halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil die Leitkultur immer das christliche Dasein beinhaltet. Eine Demokratie an sich, da gehört die Religion nicht hinein. Die muss vollkommen getrennt sein davon. Wir haben das in Deutschland nicht. Ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist. In Amerika ist es noch schlimmer, dass eine Religion zur Staatsreligion nicht zu erklären, aber so zu tun, als wäre die das. Das ist eine fundamentale Gefährdung einer Demokratie. Weil damit sind Demokratien haben diejenigen. schon eine Äquidistanz zu verschiedenen Religionsgemeinschaften. Also das ist, Man ich muss sie glaube, zu nicht allen mehr haben, davon. auch zur christlichen. Die christliche Religionsgemeinschaft darf nicht vom Staat anders behandelt werden als alle anderen, von der demokratischen Staat. Weil sonst bevorzugen sie jemand und das dürfen sie aber nicht. Und das macht ein Problem. Und dann hat man diese Leitkultur, wo dann steht, der ist ein Muslim, der nicht die Werte unserer Gesellschaft teilt oder so, gehört nicht zu uns. Aber die Werte sind nicht definiert. Und die Werte sind christlich unterminiert. Ja? Ich habe nichts gegen das. Ich bin ja selber christlich erzogen. Ich finde die Werte auch gut. Aber was Das ist, die es CDU ist. meint mit dem Islam, ist derjenige, der Terrorist ist und nicht der Normale. Ich kenne genügend hier bei uns Flüchtlinge, weil wir haben mit denen zu tun. Das sind Muslime, die sind ganz wunderbar, sind großartig, großartige Leute. Absolut. Na, es ist eine unerhörte Frechheit, zu sagen, ja, wo wir im Zweiten Weltkrieg die ärgsten Verbrechen der Menschheit begangen haben, dass wir Ja. jetzt über eine Leitkultur reden und die ist ganz bestimmt bunziert. Ja? Also was, Bier, Brezen in Bayern oder was soll eine Leitkultur? Natürlich muss die Leitkultur alle Kulturen beinhalten und da braucht man keine Leitkultur, sondern eine funktionierende solidarische Gesellschaft. Und diese Entsolidarisierung, auch ein Teil des der Individualisierung, ist das Problem der Zeit. Also, wie Sie Ich darf an der erzählt Stelle. haben, dass die Leute wieder zusammen reden sollen und mehr Gemeinschaften bilden, das ist total notwendig. Ich glaube, dass das wirklich ein Punkt ist. Ich darf an der Stelle nur ergänzen für unsere Gäste in Deutschland, dass diese Leitkulturdebatte ja mehr oder weniger gleichzeitig sowohl von der CDU in Deutschland begonnen wurde, als auch von der ÖVP in Österreich. Also wir haben dieselben Plakate mit, was für die Leit-Kultur ist. Haben wir einen nahezu identischen Diskurs über die Leitkultur. Kommen wir vielleicht noch zu den demokratischen Prozessen, und zwar jetzt nicht, was Parlamente betrifft oder Regierungen, sondern vielleicht zu den Wegen, wie man sich persönlich in diese Prozesse einbringen kann. Also Demonstrationen sind das eine. Es gibt aber auch ja, vielleicht andere Möglichkeiten, um Demokratie lebendig zu gestalten. Frau Salzer hat schon erwähnt, dass die Omas gegen Rechts auch online vertreten sind, mittlerweile in verschiedenen sozialen Medien. Herr Sittler ist natürlich auch überregional bekannt durch Engagement auf lokaler Ebene. Im Ergebnis vielleicht jetzt nicht ein Erfolg. Für das angestrebte Ziel von Protesten rund um Stuttgart 21. Aber der Prozess scheint doch ein Erfolg gewesen zu sein, wie sich viele Menschen in demokratische Prozesse einbringen. Daher jetzt meine Frage an Sie: Ist dieses Engagement auf lokaler Ebene wichtig? Und ergänzend ist auch dieses Engagement in den nicht nur analogen, sondern auch in den digitalen Debattenräumen wichtig, und wo gilt es da aus Ihrer Sicht anzusetzen? Soll ich? Bitte fangen Sie gleich Ja, an. Ja, bitte. ich glaube, es ist für jeden Einzelnen unterschiedlich, zu was er in der Lage ist. Und man muss wissen, was man leisten kann. Manche können Politiker werden, manche können sogar Bundeskanzler werden, manche machen das in ihrem Umfeld, in dem sie leben, manche treten der Partei bei. Es gibt ganz viele Möglichkeiten und die sind alle für mich gleich wichtig. Ich würde die nicht in eine Rangfolge stellen, auch wenn jemand, wenn er Minister ist, mehr erreichen kann, scheinbar. Aber die Arbeit, diese Arbeit auf der Straße, diese Kernerarbeit des täglichen Tuns,
Das müssen wir alle machen. In der Familie, in der Schule, mit den Freunden. Ich in meinen Vorstellungen, ja, ich muss halt aussuchen, was spiele ich überhaupt? Und warum mache ich 500 Kästner-Vorstellungen? Unter anderem. Einmal, weil sie toll sind, weil die Sprache schön ist. Zum anderen, weil sie eine Art zu denken haben, die durch die Oberfläche geht und dich anregt, klar zu denken und klar zu sprechen. Denn die klare Sprache ist für mich ist ganz entscheidend in der Demokratie, dass man nicht so eine verschwurbelte Sprache hat und auch, was Sie vorhin sagten, dass man das nicht duldet, dass jemand die Sprache so als Waffe missbraucht, denn die Sprache ist unglaublich stark. Und das müssen wir wissen und da müssen wir darauf bestehen. Und wenn einer die Sprache missbraucht, muss man sofort reagieren. Das tun die Medien nicht, das weiß ich. Das ist auch schade, dass sie das nicht tun, weil wenn so ein Huhuhu ist, dann haben sie mehr Klicks. Das ist ein Problem unserer Zeit, gebe ich zu. Aber für diejenigen, die Demokratie fördern wollen, die Sprache ist ein ganz entscheidender Bestandteil, weil durch die klare Sprache und klares Denken kommt man weiter. Und lässt sich, um jetzt bei Kästner zu bleiben, den Sie jetzt ja schon mehrmals angesprochen haben, auch da mit der rollende Schneeball dann zertreten, ne? Ja, genau. Man muss rechtzeitig anfangen. Das ist das, was Tucholsky auch sagte. Nach 33 kann ich keinen Vorwurf machen mit der Pistole auf der Brust, weiß ich auch nicht, was ich tun würde. Vorher hätte man es machen müssen. Und wir sind jetzt in dieser Zeit, wie Sie schon alle gesagt haben. Ja, und 33 bis 39 auch schon nochmal und dann immer, also ich finde schon auch wichtig diese Radikalisierungsprozesse, aber das ist gar sonst gar keine Widerrede. Ich würde gerne den Blick nochmal ein bisschen weiten und zwar auch, also ich ohne mich selbst rauszunehmen. Wir haben im Moment die Frage von Demokratie bislang immer sehr stark auf gegen rechts diskutiert, was ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist. Aber zu Ihrer Frage, was können wir als Beitrag leisten, glaube ich, zählt auch, selbst immer wieder zu reflektieren, wo man selbst Teil eines Problems ist. Also das heißt beispielsweise, wie stark bestimmte antisemitische oder rassistische Bilder in unserer Gesellschaft verankert sind, weil sie seit Jahrzehnten, Jahrhunderten tradiert werden und dass wir da auch nicht frei von sind und vielleicht bestimmte Diskurse deswegen auch fortentwickeln. Und mir wäre auch wichtig zu sagen, und das ist kein Widerspruch, sondern nur eine Ergänzung. Ich finde das legitim, dass junge Leute andere Formen für sich suchen, dass sie nicht unbedingt auf die Straße gehen oder dass sie nicht unbedingt in eine Partei gehen wollen oder sowas. Und von daher finde ich auch legitim, wenn wir sagen, okay, es gibt andere Formen beizutragen, dass Demokratie stabilisiert werden kann, indem ich das über meine Social-Media-Kanäle mache, indem ich mich solidarisch mit denen, die betroffen sind von Antisemitismus oder Rassismus, wenn ich das über diese Kanäle mache. Auch das, finde ich, sind durchaus Beiträge, die sich lohnen und die man wertschätzen sollte, damit diejenigen, die sie machen, dann auch motiviert sind, das weiter voranzutreiben. Also ich glaube, so jede Altersgruppe hat so ihrs und die Hauptsache ist, glaube ich, wechselseitig offen zu sein, dass das auch legitim ist, wenn es, sage ich es etwas pathetisch, der guten Sache dient. Aber eben auch selbstreflexiv sein und immer wieder überlegen, an welchen Stellen wir vielleicht selber auch tatsächlich einen Negativbeitrag leisten zu einer Entwicklung. Ja. Ich meine, es ist auch legitim, nichts zu tun. Das ist nun mal so. Nein. Nein. Die Leute interessieren mich nicht und ich werde sie anstacheln, soweit es nur geht. Aber wenn einer nicht will, dann oder einer, dann kann man Ich nicht. habe den Eindruck, es läuft uns die Zeit davon. Ja? Ja, ich weiß. Es läuft uns die Zeit davon. Also, das ist mein Gefühl. Wenn wir nicht bald den Karren sozusagen herumkriegen, dann ist es schwierig. Wird immer schwieriger. Aber Entschuldigung, dass ich da jetzt so emotional bin. Nein, Das macht auch einen Teil unserer Arbeit aus. Ja, aber Herr Sittler, Sie haben ja auch einmal in einem Interview von einer Begegnung mit Georgios Papandreou erzählt. Und was bedeutet eigentlich im Altgriechischen die Privatperson? Weil Sie gerade die Personen ansprechen, die sich an Politik nicht beteiligten. Ich möchte da gar keine große Definition machen, weil dazu habe ich nicht die Mittel im Moment, weil es so ein weites Feld ist. Die Privatperson
ist ein Teil von jedem. Jeder hat etwas davon und soll das auch verteidigen. Und ich denke, wenn einer in einer Gesellschaft sagt, ich will nur meine Arbeit tun und mich nicht an der Entwicklung beteiligen, hat das trotzdem Auswirkungen, weil je nachdem, wie du deine Arbeit machst, hat das Auswirkungen auf deine Nächsten, mit denen du zu tun hast. Und wenn du sie in einer guten Weise tust, ja, zum Beispiel meine Schwiegermutter war eine sehr christliche Person, aber so offen und so warm, dass die Menschen um sie herum sich gut und demokratisch sinnvoll verhalten haben. So, das passiert auch. Und natürlich ist es nur ein kleines Ding, aber das spielt keine Rolle. Die Größe des Einsatzes oder die Größe des Feldes des Einsatzes spielt überhaupt keine Rolle, sondern Hauptsache, man ist als Mensch offen für die anderen und hat den Respekt für die anderen. Das ist jetzt ein bisschen. Ich komme halt sehr stark von der Verantwortungsethik her. Und für mich ist ein Mensch, wenn er in Pension geht, zum Beispiel nicht mehr verantwortlich für diese Welt. Ja? Also dieses lass es gut gehen, ruh dich aus, genieß dein Leben, das finde ich den falschen Zugang, weil bis wir sterben, sind wir in einer Verantwortung gegenüber uns selber, den anderen und auch unseren Familien. Und ich habe den Eindruck, dass die letzten 40 Jahre Verantwortung in der Gesellschaft weniger gelebt wurde als davor. Das kann sein. Ich würde aber Herrn Sittler trotzdem zustimmen. Ich finde das, also und Genau. ich mache das an der Diskussion fest, die Sie alle kennen, dass angesichts der Entwicklung die Politik immer oft, also immer wieder fordert, dass alle Schüler, also man nennt die diese Diskussion Zwangsbesuche in Gedenkstätten. Und wir sind wirklich der Meinung, dass das nicht produktiv ist, weil es im Widerspruch steht zu genau dem, was wir erreichen wollen. Und deswegen glaube ich schon, also wenn jemand in seinem Umfeld oder ihrem Umfeld andere Menschen demokratisches Verhalten spüren lässt, dann ist das auch eine Form, eines Beitrags, womit ich überhaupt nicht sagen möchte, dass ich nicht möchte, dass möglichst alle die Gelegenheit bekommen, zu uns zu kommen. Aber es muss eben auch stimmig sein. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder auch große Demonstranten und sowas erlebt, die in ihrem individuellen Verhalten überhaupt nicht demokratisch waren, sondern völlig gegenteilig. Und deswegen glaube ich, ist es eben, ist alles, was wir diskutieren, immer nur als ein Netzwerk von Aktivitäten zu betrachten. Also nur auf die Straße zu gehen oder nur dieses oder jenes zu machen, ist wahrscheinlich nicht produktiv, sondern an der Stelle ist es genau, wo wir die Netzwerke brauchen und jeder und jede auch tatsächlich sinnvoll den Beitrag leisten kann in dem, was er oder sie eben auch gut kann. Also Frau Salz hat gerade gesagt, dass die Verantwortungswille abgenommen hat in den letzten Jahren, wie sie feststellt. Stimmt doch, ja. Habe Das den Eindruck, Gefühl ja. habe ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Und ich denke, wenn man es schafft, mitzuteilen, wie schön Verantwortung ist, wie toll das ist, dass man Verantwortung hat für etwas und das auch tragen kann, weil man schon alt genug ist und weil man weiß, wie es geht und weil man damit etwas bewegen kann. Also Verantwortung ist geil. Ganz ehrlich, finde ich. Ich Es auch. ist jetzt kein Spruch, den man verbreiten kann, das weiß ich schon. Aber wenn Nein, man aber. irgendwie schafft, was für eine Befriedigung Verantwortung bringen kann. Na, es ist so wie in der Lie wie die Liebe, ja. Wer lieben kann, ist ja glücklich. Weniger der geliebt wird, als der, der lieben kann. Und so ist es mit der Verantwortung auch. Das Ja. andere für mich, Verantwortung tragen, ist schön. Aber wenn ich selber das Gefühl habe, einen Beitrag für diese Gesellschaft in Verantwortung leisten zu können, dann macht das wirklich glücklich, ja. Ja, geht mir auch so. Frau Kriegrewski, weil Sie das angesprochen haben mit den verpflichtenden Besuchen an Gedenkstätten, gestatten Sie mir auch die Nachfrage. Ich nehme an, dass Sie übereinstimmen, dass man nicht die gesamte Erinnerungsarbeit, Erinnerungskultur an Gedenkstätten quasi delegieren kann. Aus Ihrer Sicht, für diese Demokratiebildung, und Sie haben schon ein Netzwerk angesprochen, wer muss da einen Beitrag leisten? Ist es eher die Politik? Ist es eher der öffentliche Raum? Oder reicht das bis zu den Familien? Reicht das bis in den privaten Raum?
Ich sehe da alle beteiligt. Und das ist auch im Moment diskutieren wir es ja zum Glück nicht mehr so, aber als nach den Enthüllungen von der Korrektiv von diesem, also über diese Besprechung in Potsdam, hieß es ja allenorts, die Erinnerungskultur hat versagt, die Gedenkstätten haben versagt. Und nein, natürlich nicht, man kann es nicht an die Orte nur delegieren, sondern es ist etwas, was uns alle betrifft. Und die entscheidende Frage ist, wer hat welche Funktion dabei? Und also für uns ist es eine Herausforderung, um es mal nicht ganz negativ zu formulieren, wenn die Politik zu Gedenkfeiern in die Gedenkstätten kommt, aber ansonsten kein wirkliches Interesse hat an dem, was wir tun, oder wir zu Orten werden, wo man sich politisch positioniert, aber das nicht real unterstützt wird. Oder für uns ist es schwierig, wenn alle die Verantwortung an uns delegieren. Das funktioniert nicht, weil um das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich wirklich plausibel zu machen, diese Radikalisierungsprozesse, diese Entwicklung, dieses nachvollziehbar machen, warum bestimmte Dinge, die heute passieren, gefährlich sind, dazu brauchen wir Zeit. Und diese Zeit brauchen wir, um die Komplexität unserer historischen Orte im Kontext der spezifischen Fragestellung, die uns gerade bewegt, behandeln zu können. Und deswegen geht es gar nicht. Es ist praktisch überhaupt nicht möglich, dass die Gedenkstätten diese Aufgabe alleine übernehmen, auch vor dem Hintergrund, dass ja nur ein Bruchteil nicht nur Jugendlicher und sondern auch Erwachsene zu uns kommen. Wir haben ja gar nicht die Ressourcen. Wenn jetzt wirklich alle sagen würden, jede Schulklasse muss in eine Gedenkstätte gehen, das wäre überhaupt nicht mit unseren Ressourcen zu leisten. Und auch deswegen glaube ich, funktioniert, oder nicht, glaube ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass eine gute Erinnerungskultur nur trägt, wenn sie von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Institutionen und Individuen und Gruppen mitgetragen wird. Und die Erinnerung an die jüngere Geschichte Deutschlands heißt ja nicht, dass man sich ständig geißelt, sondern die Erinnerung heißt, dass man es sieht, dass man es wahrnimmt, dass man nicht so tut, als wäre es nicht so schlimm gewesen oder doch gut oder was auch immer, sondern dass man die Fakten sieht, damit man dann zukünftig besser denken und besser entscheiden kann. Darum geht es doch. Und die Rechten tun dann immer so, als ob man sich da geißelt und den Kopf in den Sand und wir sind alle so schlimm. Nein, wir sind nicht schlimm. Wir sind doof, wenn wir uns nicht erinnern. Ich würde gerne noch, bevor wir dann zu den Publikumsfragen kommen, zwei Aspekte ansprechen. Das eine haben Sie eh schon ein bisschen vorhin angesprochen, nämlich mit den bestehenden Schieflagen in der Gesellschaft, die auch ja dann letztlich das Potenzial haben, demokratiegefährdend zu sein. Vielleicht beginnen wir auch damit. Herr Sittler, ich habe mal von Ihnen gelesen, Sie haben eine Aussage von Angela Merkel einmal kommentiert, die mal gesagt hat, die Demokratie muss marktkonform sein. Und Das hat sie gesagt, ja. das hat sie gesagt, ja, und sie haben das dann umgedreht im Sinne von, der Markt muss demokratiekonform sein. Korrigieren Sie mich, wenn das jetzt nicht ganz. Richtig, ja. Ja, okay. Ja, gehen wir da vielleicht auch noch ein bisschen in diese Richtung, nämlich im Sinne von Demokratiestärkung und Vertrauen in die Demokratie und in die Institutionen. Wo ist aus Ihrer Sicht anzusetzen oder wo sind zumindest sichtbare Zeichen notwendig, dass eine chancengerechte Gesellschaft möglich ist, die, sagen wir mal, dann diese Chancen tatsächlich bietet und nicht nur eine Demokratie vorhanden ist, die einfach funktioniert, sondern die auch tatsächlich Zeichen setzt und eben dieses Vertrauen schafft, dass Chancengerechtigkeit als ein Beispiel nur in der Demokratie, innerhalb von modernen Demokratien ermöglicht werden kann. Also das eine ist, dass eine funktionierende Wirtschaft von einer guten Demokratie profitiert, weil sie ausgebildete Menschen bekommen, weil es Schulen gibt, weil es eine gute Infrastruktur gibt. Die andere Seite ist aber, dass sie auch der Demokratie, die Demokratie schützen muss.
Es geht also nicht, dass man sagt, wenn mal die Wirtschaft in Problemen ist, dann müssen sie Geld bekommen, aber wenn sie dann, wenn es ihnen gut geht, dann Ja. verlagern sie ihre Gewinne ins Ausland. Das geht nicht. Zum Beispiel, dass man das mal wieder klar macht, dass es ein gegenseitiges, ein Geben und Nehmen ist. Das andere ist, dass ich finde, dass es in Deutschland zum Beispiel, wenn wir 5 Millionen Leute haben, die voll arbeiten und trotzdem nicht davon leben können, dann stimmt etwas mit den Einkommenskulturen nicht. Und wenn eine konservative Partei sagt, 12,45 € Stundenlohn, Mindestlohn ist genügend, dann kann ich nur sagen, nein, das stimmt nicht. Die leben auf einem anderen Stern. Das heißt, wir müssen dahin kommen, dass die Arbeit den Menschen, dass die Menschen die Möglichkeit haben, von der Arbeit, die sie machen, auch tatsächlich zu leben. Und die Veränderung in der Vermögensstruktur in Deutschland hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verschärft. Das heißt, es ist genügend Geld da, aber es ist auf immer weniger Haufen. Und das ist etwas, was nur politisch gelöst werden kann. Und da nützt es auch nichts zu sagen, ja, wenn wir das machen, dann wandern die alle ins Ausland. Das stimmt nicht. Da braucht man keine Angst haben. Die wandern schon seit Jahren ins Ausland und sind immer noch da. Und das ist etwas, wo ich finde, dass das Menschenrecht eigentlich ständig verletzt wird. In diesem Punkt wird es verletzt, weil man den Menschen nicht ermöglicht, weil man selber mehr Geld verdienen will. Und wir haben eine solche Schere inzwischen, die uns auch tatsächlich gefährdet. Das ist ein Punkt, wo man das machen kann. Das andere ist in der Chancengleichheit. Wir haben, natürlich ist es so, dass Kinder und Jugendliche aus bildungsärmeren Schichten weniger Bildungschancen haben, auch wenn es Schulen gibt. Die sind nicht so gut ausgestattet, die haben nicht so viel Geld, die können vielleicht auch nicht studieren, weil das BAföG nicht reicht und die Eltern auch kein Geld haben und dann müssen sie verdienen. Dann sollen sie aber einen Bachelor machen ganz schnell und ganz schnell der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Nein, man braucht Zeit. Man muss erwachsen werden, man muss Zeit haben, das zu lernen, was man nachher machen soll. Natürlich gibt es Berufe, die einfacher sind, klar. Aber auch die, auch eine Krankenschwester, auch ein Busfahrer, eine Krankenschwester hat einen schwierigen Beruf. Und wenn man die nicht ordentlich bezahlt, dann wird man zu wenige haben. Und das haben wir jetzt schon seit Jahren. Und wir kriegen es nicht hin, obwohl ein Unsummen in das Gesundheitssystem fließen. Und da sind lauter Punkte, wenn man die mal genauer anschaut, würde man sehr gut ein Programm daraus stricken können. Das würde natürlich bedeuten, dass bestimmte Schichten auf Einkommensvorrechte verzichten müssen. Und der Verzicht auf Vorrechte ist vor allen Dingen für Männer fast unmöglich. Das kriegen sie kaum hin. Frau Salzer, ich glaube, Sie wollten auch noch was ergänzen, wenn ich. Was war Ihre Frage konkret nochmal? Naja, die Demokratiegefährdung durch die Schieflage, die wir in der Gesellschaft haben, also sprich demokratiekonforme Wirtschaft Ja. versus wirtschaftskonforme Demokratie. Ich meine, die Schieflage ist über Jahrzehnte entstanden, die ist nicht von heute auf morgen oder von gestern auf heute geschehen. Und diese Schieflage orte ich halt und viele andere ja auch in diesem wahnsinnigen Turbo, liberalistischen Wirtschaftssystem. Und es kommt immer das Geld vor den Menschen. Es ist, der Mensch muss sich auszahlen sozusagen. Es ist eine ganz schlimme auch, wie soll man sagen, eine Abwertung des Menschen letzten Endes und seiner Arbeit, so wie Herr Siedler gerade gesagt hat. Das heißt, nein, der Mensch darf sich nicht auszahlen und er soll sich nicht lohnen, sondern soll einen gerechten Lohn für gerechte Arbeit kriegen. Und das ist einfach eine Schieflage, in der wir über Jahrzehnte auch leben und letzten Endes auch die Mitte der Gesellschaft, nämlich die mächtigen Mitteparteien, daran schuld sind auch. Also wenn Merkel das gesagt hat, da steigen mir die Grausbirnen auf. Ja? Das ist Gesagt, leider ja. ganz schlimm. Ich habe Merkel immer geschätzt als sozusagen Vermittlerin in Europa, aber die sozusagen die wir waren vor Jahrzehnten war ich in New York und da hat damals ein Pfarrer, der gearbeitet hat zu diesem
Stock Exchange-Thema, hat gesagt, es gibt keinen freien Präsidenten. Der Präsident, der amerikanische, ist Sklave des Finanzmarktes. Und da beginnt sozusagen eine Demokratie zu bröckeln oder eine Demokratie nicht mehr stark zu sein. Also was uns sozusagen der Finanzkapitalismus an Schaden zugefügt hat, das wissen viele Leute, aber es geschieht nichts dagegen. Zum Abschluss, bitte. Darf ich einen Punkt einbringen, weil Auch zwei. auch wenn ich also wenn ich Sie da missverstanden habe, dann müssen Sie mich sofort korrigieren. Aber bei dieser Diskussion zu der Frage, inwiefern die sozialen Bedingungen Beitrag zu der Entwicklung leisten, da geschieht oft das Risiko, weil auch oft von Bildung die Rede ist, dass quasi im Subtext mitläuft, Menschen, die eben wenig Bildung haben und so weiter, das sind die, die auch, ich sag's mal platt, den rechten Parteien auf den Leim gehen. Und ich, gut, wenn Sie das nicht gemeint haben, also mir ist immer noch wichtig, dass die Frage von Bildung und Reichtum und sowas auch nicht davor schützt, zwangsläufig, sondern dass das in Teilen ganz prosperierende Menschen sind, die sehr, also die sehr rechtsextreme Positionen vertreten. Ja, ich glaube, das, was halt wirklich schwieriger geworden ist, wir leben in einer extrem komplexen Welt. Und ich will da überhaupt nicht dagegen sprechen, also ich finde das auch tragisch, dass wir in dem Land leben, in Deutschland, wo die Schere am größten ist zwischen Arm und Reich. Und das ist alles überhaupt keine Gegenrede. Ich glaube aber, dass es an vielen Stellen eben auch noch andere Erklärungen gibt, wie dieses Sorge vor der Komplexität der Welt oder nicht Sorge, es nicht mehr verstehen und so weiter und so weiter. Also auch da ist es ganz interessant zu gucken in frühere Zeiten, was alles dazu geführt haben, dass der Nationalsozialismus dann breit werden wollte. Von daher keine Widerrede, sondern auch wieder nur, dass ich glaube, dass es nicht monokausal ist. Haben wir knapp eine Stunde diskutiert. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage gerne mit Ihnen vertiefen, bevor wir eben zu den Publikumsbeiträgen kommen. Und Frau Kriglewski hat mir jetzt schon ein Stichwort gegeben mit sehr reichen Menschen, die auch sehr extreme Positionen vertreten. Zum Abschluss machen wir einen Blick über den Tellerrand. Wir erleben jetzt Entwicklungen, dass ja, selbst die ältesten Demokratien ja damit konfrontiert sind, dass die Demokratie kein Selbstläufer ist. Und wir erleben jetzt ja nicht nur diese ganzen Entwicklungen in Deutschland, in Österreich, in Europa, sondern es besteht ja auch in den USA eine reale Gefahr, dass die autoritären Kräfte die Oberhand gewinnen oder sagen wir vielleicht auch wieder die Oberhand gewinnen. Das könnte natürlich auch alles sehr maßgeblich die Weltpolitik negativ beeinflussen. Könnte Europa aus Ihrer Sicht vielleicht das in dieser Krise das Gegenmodell insgesamt sein, sprich ein Ort, ein Kontinent einer lebendigen Demokratie, die sich eben permanent weiterentwickelt als ein quasi dynamisches Gebilde. Sehen Sie da dieses Potenzial? Wer möchte beginnen? Bitte. Sie stellen jetzt, wir sprechen jetzt über viele Themen, wo ich eigentlich den Mund halten sollte, weil es sozusagen nicht mein spezifisches Fachwissen ist, aber ich würde davor warnen, ist viel zu pathetisch, aber ich halte das nicht für produktiv, diesen Gegensatz aufzumachen. Denn auch in den USA, trotz aller Entwicklungen, die ich überhaupt nicht wegreden will, gibt es ein hohes Maß an demokratischen Traditionen und alle beispielsweise Formen von Protestbewegung und sowas haben wir an vielen Stellen übernommen aus den USA. Also das heißt, auch dort gibt es eine sehr lebendige Gegenbewegung zu den sehr konservativen, nee, konservativ ist nicht der richtige Begriff. Sie wissen, was ich meine. Also
Da gibt es Menschen, die sich die gleichen Sorgen machen, wie sie sich in Europa oder wie sie sich in Südamerika oder sonst was machen. Also ich glaube, dass es immer produktiver ist, nicht zu sagen, wir sind jetzt hier und wir haben die Lösung und wir wissen, wie es geht, weil die Herausforderungen sind bei uns auch sehr, sehr stark und das ist aber, sondern eher produktiver ist, sich auch über Grenzen hinweg mit denen zu verbünden, die die gleichen Intentionen haben. Wir leben in einer globalisierten Welt und da macht es sehr viel Sinn, dass wir nicht das in diesen Polen betrachten, sondern viel stärker über Grenzen hinweg Bündnisse schaffen. Ja, na, ich möchte das jetzt auch nicht als Gegensatzpaar aufbauen, sondern ich habe es eher so gemeint im Sinne von Thomas Mann, der ja gemeint hat, die Selbstverständlichkeit der Demokratie ist in aller Welt eine zweifelhafte Sache und eben insbesondere dann halt auch Amerika angesprochen hat, dass sich eben von diesem Auf und Ab ja nicht isolieren kann. Herr Sittler, Sie sind da, glaube ich, in den USA geboren, wenn ich jetzt Ja. das Richtige, vielleicht auch noch Ihre Einschätzung dazu. Also ich bin in den Bündnis USA zwischen. geboren. Ich habe auch viele Familie da. Und was sie gesagt hat, es stimmt auch. Es gibt sehr viele demokratische Traditionen. Allerdings hat die amerikanische Demokratie auch massive Fehler in ihrem Wahlsystem, was dazu führt, dass Kräfte, die nicht die Mehrheit haben, trotzdem das Sagen haben. Das ist bei Trump so gewesen. Das passiert in über 26 Staaten, wo die Republikaner nicht die Mehrheit haben, aber den Gouverneur stellen. Die haben sich nicht entwickelt. In eine moderne, das Wahlsystem hat sich nicht entwickelt, Amerika sehr wohl. Ich glaube, wenn man die Demokratie, wie Sie sagen, wenn man das zusammenfassen will und retten will, dann müsste die bestimmende Kraft in der westlichen Welt, nämlich der Finanzkapitalismus, wenn sich der in den Dienst der Demokratie stünde oder wenn man ihn dazu bringen könnte, ihn in den Dienst zu stellen, dann könnte es gelingen. Und es gibt ja auch Firmen, die das machen. Es gibt auch große CEOs, die das machen. Und es gibt große CEOs, die das nicht machen. Also wir können da als kleine Menschen gar nicht viel tun. Wir können nur versuchen, die richtigen Leute zu wählen, wenn es die denn gibt. Die gibt es auch nicht immer. Und Widerstand zu leisten auf der Straße, in der Zeitung. Und immer wieder zu sagen, worum geht es uns? Also positiv, wir müssen nicht nur sagen, wogegen wir sind, sondern wofür wir sind. Immer und immer wieder. Weil das ist verführerisch. Das zündet Menschen an, wenn man für etwas ist, was sinnvoll erscheint. Frau Salzer, Ich würde gern als abschließend. Österreicherin dazu sagen, dass ich es bewundernswert finde, dass es Deutschland geschafft hat, sich zu vereinigen. Das ist einmal eine ganz große Leistung, die wahrscheinlich auch in Deutschland nicht wirklich Thema jeden Tages ist. Das ist ganz groß gewesen. Und dass es Nachteile gibt und dass es Ungerechtigkeit gibt und dass der Osten wirtschaftlich sich abgehängt fühlt. Das sind Nebenerscheinungen, die traurig sind, aber im Grunde ist es eine ganz große Leistung gewesen. Und also die auch, also ich schätze das enorm und weiß, glaube ich, auch, was das bedeutet. Und natürlich waren Kriegsgewinnler da, die diese Wende dann auch für sich gewonnen haben. Prinzipiell ist das europäische Modell einzigartig, einmalig, großartig, letzten Endes mit allem Negativen, über das wir geredet haben. Aber wir sind die Einzigen auf der ganzen Welt, mit Ausnahme Amerika, amerikanischen Staaten auch, die es geschafft haben, Demokratien überhaupt am Leben zu halten. Also ich finde das. Damit würde ich jetzt gerne mal einen Schnitt machen und zu den Publikumsbeiträgen kommen. Ich bitte Sie jetzt, dass Sie insbesondere auf die antworten, wo Sie direkt angesprochen werden. Und bei allen anderen würde ich Sie einfach aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auch bitten, dass Sie sich dort einfach nur zu Wort melden, wo Sie gerne noch etwas ergänzen möchten. Und zwar, ich beginne jetzt gleich mit einer Frage von einer Zuschauerin, die an den Herrn Sittler ging. Sie haben vorhin ja schon gesprochen von Kindergärten, Schulen und Universitäten, wo man Demokratie lernen muss. Aber die Frage der Zuschauerin lautet, wie kann man vermitteln, dass Demokratie nicht nur eine Staatsform, sondern auch eine Lebensform ist? Indem man es vorlebt, wie man miteinander umgeht, wie man über andere redet und indem man es auch in der Schule und vor allen Dingen dann an der Uni
auch theoretisch lernt, aus was sich Demokratie eigentlich zusammensetzt und wo sie aufhört, wo bestimmte Sprachmuster die Demokratie beschädigen, dass man das erkennt. Und diese Klarheit, in Kindergarten fängt es an mit dem Respekt für die Kinder, nicht die dazu zu erziehen, was wir glauben, was sie sein sollen, sondern sie werden lassen, was sie sind. Ja, Vielen Dank. man muss sie, Kästner sagt es so schön, man muss sie hegen und pflegen. Wachsen tun sie von alleine. Dann habe ich eine Frage auch aus dem Chat an die Frau Kriglewski. Und zwar, Sie haben vorhin gesagt, dass das Lernen aus der Geschichte für viele Menschen schon sehr abstrakt ist. Ist es auch für viele Menschen abstrakt, was man jetzt nach dem 7. Oktober beobachten konnte, auch bei den Gedenkstätten? Ich glaube, ich es richtig verstanden habe, also ob abstrakt ist, was die Folgen des, also der Antisemitismus beispielsweise in Deutschland. Ja, also ich würde es so interpretieren, es gibt ja immer diese Warnungen, wohin Antisemitismus und so weiter führen kann. Und jetzt ist die Frage an Sie, wie erleben Sie das? Wie können Sie das beobachten, ob das eben nach dem 7. Oktober immer noch als so abstrakt wahrgenommen wird oder ob da die meisten Menschen jetzt doch konkret etwas damit verbinden und auch etwas daraus lernen? Also ich glaube schon, dass viele wirklich wahrgenommen haben, dass das ein sehr massiver Antisemitismus war. Ich würde aber in Frage stellen, dass sie real, also wenn man sagt, dort konnte man sehen, wie bestimmte antisemitische Vorurteile in physische Gewalt umschwappen können. Das, glaube ich, war in der Radikalisierung, wohin das weitergehen kann, immer noch abstrakt. Plus die Komplexität, dass es doch erstaunlich viele Menschen gab, die das sehr runtergespielt haben. Also wir haben mit vielen Angehörigen der jüdischen Gemeinden gesprochen, die sich ganz zu Recht alleine gelassen gefühlt haben, weil das sehr schnell gekippt ist in die Richtung eines Abers. Also dass man gesagt hat, das war schrecklich, was da passiert ist und das ist schrecklich, dass es diesen Antisemitismus gibt, aber. Und es hat wenig Momente gegeben, wo es erstmal darum ging, innezuhalten und zu versuchen, sich zu vergegenwärtigen, was passiert denn eigentlich da gerade und was ist am 7. Oktober passiert. Dann würde ich gerne eine Frage nehmen, die wir vorab per Mail bekommen haben. Und zwar bezieht sich das nochmal auf den Ansatz von der Frau Salzer, nämlich, dass sich die Omas gegen rechts das Recht nehmen. Bringt da jetzt noch ein kurzes Zitat und den Rest darf ich jetzt ein bisschen kürzen. Der Carlo Schmidt hat im Jahr 1948 vom Mut zur Intoleranz gesprochen. Und die Frage an Sie ist jetzt, Frau Salzer, wem gegenüber muss man den Mut zur Intoleranz aufbringen? Darf man intolerant, auch gegenüber denen sein, die die Demokratie missbrauchen wollen, um die Demokratie aufzuheben? Gegenüber den Intoleranten kann man intolerant sein. Also wir reden ja viel über die Sprache der Rechten und die sagen immer, das ist meine Meinung und wir sagen, Hetze und Hass ist keine Meinung. Ja, also es gibt Grenzen der Toleranz in einer Demokratie. Das heißt, wenn jemand keinen Respekt hat, dann muss man sagen, stopp. Gut, Stopp. dann habe ich eine Frage, die ist jetzt an niemanden speziell gerichtet. Bitte Sie einfach darauf zu antworten, wer dazu gerne Stellung nehmen möchte. Und zwar geht es da jetzt um die Verantwortung der Politikerinnen und Politiker für die Demokratie. Zwar heißt es werden immer wieder Demonstrationen oder auch Äußerungen gegen autoritäre Fantasien begrüßt, aber wie können die Politikerinnen und Politiker das selbst hinaustragen, und zwar bis in die kleinste Gemeinde? Wer möchte darauf antworten? Was sollen Sie Bitte. hinaustragen in die kleinste Gemeinde? Ich nehme an, dass also ich würde es so verstehen, dass Politikerinnen und Politiker immer die Demonstrationen zum Beispiel jetzt begrüßen, ja, dass sie öffentliche Äußerungen gegen Autoritäres begrüßen, aber diese, wenn man so will, Gegenbewegung ja selbst auch hinaustragen müssten. Also ich würde das so verstehen, welche Verantwortung da die Politiker wahrzunehmen
haben, nämlich selbst wahrzunehmen haben. indem sie zum Beispiel an Demonstrationen, die sinnvoll sind, also die teilnehmen, dass sie reden, dass sie in ihrem Wahlkreis dasselbe machen und mit den Menschen reden und in den Interviews auch Stellung beziehen und nicht immer wachsen, nicht immer, tun sie ja gar nicht, aber dass man da eine Klarheit hat. Das wäre gut. Und dann zum Beispiel, wenn man die sogenannten Klimakleber in Deutschland, was da an Polizeiaufgebot gemacht wurde und was dann haben ein paar haben eine Kreuzung in Friedrichshain blockiert für eine Stunde. Das war ein Riesenaufstand. Das war das Ende der Demokratie. Worüber reden wir eigentlich? Das meine ich, dass sie wissen, worüber sie reden und es auch einordnen können. Das hilft. Hilfe, sagen wir so. Also in Österreich hat eine sehr konservative und auch autoritäre Pädagogik nach wie vor. Also wir leiden mit Deutschland gemeinsam an den Folgen der Nazizeit und verschiedenen Pädagogen seit Jahrhunderten, die diese Strenge haben und diese Gehorsamskiste und viele andere. Und das Problem ist, dass wir auch in den Parteien natürlich sehr viel Autorität und Autoritäres haben. Ich glaube, dass wir lernen könnten von den skandinavischen Ländern. Ja, die skandinavischen Länder sind uns weit voraus in diesem Bereich des menschenwürdigen Verhaltens, auch Kindern gegen in der Pädagogik, in vielen anderen Bereichen. Also Politik in Österreich ist nach wie vor autoritär. In vielen Fällen. In vielen Fällen. Ich will das nicht jetzt ganz verallgemeinern, natürlich. Aber auch linke Parteien haben mit diesem Autoritätsgehabe zu tun. Ich werde jetzt eine Publikumsfrage vorziehen, da der Herr Sittler jetzt die Klimakleber angesprochen hat. Und zwar eine Frage, die wir vorab auch per Mail bekommen haben, ist, welche Erfahrungen müssen insbesondere jüngere Menschen in der Demokratie machen, dass die eigenen Anliegen ernst genommen werden und unter Umständen auch etwas bewirken können? Ja, also meine Erfahrung ist, dass den Jüngeren nicht wirklich zugehört wird, weil man sagt, die wissen noch nicht genug und die haben das nicht durchdacht. Und meine Erfahrung mit den Jüngeren, auch mit den Filmen, die wir produzieren, ist, dass sie sehr wohl wissen, was los ist. Und diejenigen, die aktiv werden, können an der Realität verzweifeln und machen dann solche Sachen, damit es überhaupt wach wird. Weil es stellt sich auch raus, dass wenn man etwas bewegen will und es sich nicht bewegen lässt, dann kann man es nur, indem man Dinge tut, die die Etablierten erschrecken. Und sie haben niemand wehgetan. Die haben ein paar Autos, konnten nicht fahren. Ja, gut. Ja, und sie haben Tomatensoßen auf Kunstwerke geworfen. Ich halte das auch nicht für sehr sinnvoll, aber es funktioniert. Und sie tun niemandem leid, niemandem weh. Wenn ich mir vorstelle, was unsere Politiker an Unsinn angerichtet haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren, ja, da würde man sagen, die Klimakleber sind geradezu Kindergärtner. Sieht das auch so? Okay, dann würde ich, wenn die Frau Kriglewski da jetzt zu der Frage nichts sagen würde, würde ich gleich mit der nächsten weitermachen. Und zwar auch eine Frage, die wir per Mail bekommen haben. Der österreichische Holocaust-Überlebende Rudi Gelbart hat immer den Satz geprägt: Information heißt Abwehr. Ohne dass jetzt jeder und jeder Experte oder Expertin für eh alles sein muss, wie können sich die Leute einen Überblick über die politische Lage auf Bundes-, auf Landes-, auf Gemeindeebene verschaffen, um einfach für die demokratische Beteiligung auch informiert zu sein und zu bleiben? Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also ich glaube schon, dass es darum geht, dass Menschen angeregt werden sollten, sich zu informieren. Es geht aber auch in die Richtung, dass wir immer wieder überprüfen sollten, ob das, was wir anbieten, tatsächlich die Menschen auch erreichen kann. Also weil wir, was weiß ich, wir haben eine Veränderung in Rezeptionsform, wir haben eine Veränderung in Sprachkompetenzen und das meine ich überhaupt nicht bewertend. Aber da glaube ich, können alle Sektoren genauer hingucken, ist das, was ich mache, tatsächlich erreicht das noch Menschen und es nicht dann nur Einzelnen überlassen, die dann
mit besonders schlichten Erklärungen dann falsche Erklärungen liefern. Aber es gibt Sender und Empfänger und beide haben eine Funktion, haben etwas zu leisten für meine Begriffe. Ich würde mit der nächsten Frage weitermachen, es sei denn, die Frau Salz oder Herr Siedler wollen da auch noch etwas ergänzen. Dann darf ich mit der nächsten Frage weitermachen, und zwar, wie kann man die Kluft überwinden zwischen den politisch Aktiven auf der einen Seite und den politisch vielleicht Desinteressierten auf der anderen Seite? Sagen Sie es uns doch. Also ich würde sagen, das knüpft an das an, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, dass mehr Menschen zu motivieren wären, wenn man sie ansprechen würde. Und auch das, was Herr Sittler gesagt hat vorhin, wenn man ihnen den Raum geben würde, dass sie auch ihre, also jetzt insbesondere jüngere Leute, dass sie den Raum bekommen, ihre Fragen zu stellen, ihre Bedürfnisse zu äußern und auch ihre Form zu benennen. Also wir haben gerade insbesondere in der Zivilgesellschaft, und jetzt bin ich gemein, aber ich bin auch selbst schon mittelalterlich und ergraut, wir wissen oft, wie es geht. Und wir geben zu oft zu wenig Raum, dass junge Leute also formulieren können, wie sie es denn gerne machen würden. Wie würden sie denn den Protest oder sowas, wie würden sie denn Erinnerungen gestalten und so. Und da müssen wir uns mehr disziplinieren, dass wir diesen Raum auch geben, weil ich glaube, dass man dann tatsächlich auch mehr Menschen ansprechen würde. Dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich genauso. Gut, dann hätte ich noch eine Publikumsfrage, die durchaus in eine ähnliche Richtung geht. Da darf ich Sie da gleich anschließen. Wie kann man Politik als relevant für die eigenen Handlungsweisen und die eigene Lebenswirklichkeit erscheinen lassen? Was heißt erscheinen lassen? Die ist relevant. Jeden Tag. Ja, also man muss sich klar machen, dass sie das ist. Und nicht sagen, die Politik ist außer mir. Üb sie nicht. Sie ist ständig, ständig vorhanden. Sie bedingt mein ganzes Dasein. Da gab es in den 70er Jahren so ein Gedicht, dass alles Politik ist, ja. Mit wem ich verkehre, wie ich mich verhalte, in welchen Situationen ich wähle. Aber es ist, der Mensch ist ein politisches Wesen und alles ist, ich sehe das auch so, ja. Man kann nicht ohne Politik sein, so wie wir vorher gesagt haben, die, die nicht wählen gehen, handeln auch politisch. Aber halt die Frage, wie politisch? Dann würde ich noch eine Frage dran nehmen, weil die Frau Salz jetzt gerade gesagt hat, mit Menschen, die wählen gehen und die nicht wählen gehen. Bei den ganzen Beteiligungsformen darf ich jetzt auch noch per Melde eine Frage dran nehmen. Würde ich jetzt eine da herausgreifen, nämlich wie schafft man Beteiligungsangebote für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich an einer Wahl zu beteiligen, also sprich die nicht Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger Ja, sind. das ist ein demokratiepolitischer Wahnsinn ist es. In Wien ist ein Drittel, glaube ich, kann nicht zur Wahl gehen. Das ist schrecklich. Ja, wir haben sowas wie statt zur Wahl zu gehen, diejenigen, die keinen Pass haben und keine Staatsbürger sind, gibt es immer so Vorwahlen. Ja, also das ist ein Instrument, um den Menschen die Chance zu geben. Und die wählen natürlich nicht so viel rechts, muss man sagen. Rechtsextrem, meine ich immer. Herr Sittler, Frau Kreglewski, wie kann man dieses Zugehörigkeitsgefühl aus Ihrer Sicht da schaffen? Andere Räume schaffen, wo sie gehört werden. Aber auch nicht Räume, wo nur sie, also ich glaube, es geht auch stark, Räume zu schaffen, wo unterschiedliche Gruppen miteinander ins Gespräch kommen können. Also wo sozusagen diejenigen, die wählen können, auch hören können, was andere für Positionen und Bedürfnisse haben und so, um dann vielleicht werden dann die Stimmen anders, fließen sie dann in die Wahlen ein und ja. Also hier in Stuttgart, also in Baden-Württemberg, können Menschen, die eine Weile schon da sind, ich weiß jetzt genau wie lange, 1 Jahr oder 2 Jahre, können bei den Gemeinderatswahlen mitwählen.
werden auch gezählt. Man könnte zum Beispiel sagen, wir bei der Bundestagswahl können alle wählen und die, die nicht Staatsbürger sind, die werden einfach auch mitgezählt, damit man weiß, was denken die überhaupt über uns. Damit Ja, man doch. mal anfangen, ob das ein sinnvoller Weg ist. Es ist sehr aufwendig, weiß ich, aber Demokratie ist aufwendig. Vielleicht, dass man ihnen sagt, wir wollen, dass ihr Staatsbürger werdet. Wir müssen ein gutes Einwanderungsrecht haben in Deutschland. Das haben wir immer noch nicht, weil die Konservativen das nicht wollen. Wir brauchen dringend Einwanderung. Wir wissen es auch. Und das würde schon mal auch sehr viel helfen, dass man die für uns arbeiten, für den Staat arbeiten, nicht nur für uns, sondern für Deutschland arbeiten, in den Krankenhäusern, egal wo, dass man ihnen die Chance gibt, rechtlich vollwertige Bürger des Staates zu werden. Vollwertige Menschen sind sie schon. Das muss man auch immer wieder den Rechten sagen, ja. Aber vollwertige Bürgerinnen und Bürger des Staates, damit sie auch wirklich mitwählen können und mit die Situation in diesem Land mitbestimmen können. Ein interessanter Vorschlag, habe ich noch nie gehört, ja. Ich auch nicht. Ist mir gerade erst eingefallen. Wenn wir drüber reden, das ist das Schöne, wenn man redet, dann fallen einem Sachen ein. Das ist gut. Ich mag das. Das ist auch der Sinn eines solchen Austausches. Ich würde jetzt noch eine letzte Publikumsfrage im Hinblick auf die Zeit annehmen, weil Sie ja dann noch die Gelegenheit für einen Appell oder für ein Schlusswort haben, das Sie den Zuschauern und Zuschauern gerne mitgeben möchten. Und zwar, wie kann man das Vertrauen in Institutionen stärken, da aus Sicht des Zuschauers auch funktionierende Institutionen ein Bollwerk gegen autoritäre Tendenzen sein können? Also abschließend, wie stärkt man das Vertrauen nicht nur in die Demokratie, sondern auch in die Institutionen der Demokratie? Also ich habe den Eindruck, zumindest in Österreich und Deutschland sind wir Meister der Kritik, der Abwertung, verschiedener anderer negativen Depressionen. Und letzten Endes ist doch großartig, welche Organisationen in einer Demokratie da sind. Jetzt haben wir gerade Arbeiterkammerwahlen in ein paar Tagen oder Wochen, weiß jetzt nicht genau wann. Also im Grunde genommen sind Institutionen im Rahmen der Demokratie, aber auch in der Zivilgesellschaft ganz, ganz wichtig und staatserhaltend. Und ich kann nur positiv über alle Organisationen reden. Also diese rechtsrechte Geschichte mit der Kritik gegenüber der Demokratie und der Verfasstheit der Demokratie, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist so negativ wir haben leider eine Tradition, auch in diesem Negativen sehr oft zu verharren, alles tragisch und dramatisch zu sehen und zu wenig zu loben, was da ist. Herr Sittler, Frau Kriglewski, wollen Sie da auch noch etwas ergänzen zu der Frage zu den Ich würde Institutionen? Ihnen den Vortritt lassen. Nee, also mir fällt jetzt gerade dazu nur mein Schlusswort schon ein. Deswegen gebe ich Ihnen den Vortritt, Herr Sittler. Ich denke, es würde schon helfen, wenn wir uns angewöhnen könnten, was auch Frau Salter sagte, nicht 100% alles perfekt zu verlangen. Das gibt es nicht. Das können wir selber alle nicht. Und wenn ich mir auch die Institutionen anschaue, die sind fehlerbehaftet, ja. Aber insgesamt funktioniert es wirklich sehr, sehr gut bei uns. Und das heißt nicht, dass man nicht weiter daran arbeitet, um es besser zu machen. Aber auch, wie vorhin auch, das ist ein unerfülltes Perfektionsversprechen. Und das ist so. Und wenn man das anfängt zu akzeptieren, dann kann man in Ruhe an den Fehlern arbeiten. Und dann macht es Spaß. Und ich habe jetzt auch mein Schlusswort auf der Zunge, deswegen rede ich nicht weiter. Das ist sehr gut. Dann möchte ich Sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen, bei Steffi und Hatice im BSA-Büro, die Danke. das ehrenamtliche Engagement administrativ unterstützen, bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für das Interesse und für die Fragen. Bitte um Verständnis, wenn wir jetzt nicht alle dann noch drannehmen konnten. Und ich bedanke mich selbstverständlich bei unseren Gästen heute, bei Monika Salzer, bei Walter Sittler und bei Elke Kriglewski für ihre Zeit und für ihre Beiträge zu diesem wichtigen Thema, wie man die Demokratie verteidigen kann. Ich bitte Sie jetzt noch um Ihren
Appell zum Schluss. Und nachdem wir uns ja vorher auf diese Reihenfolge SGS geeinigt haben, darf ich jetzt wieder mit Frau Salzer beginnen. Ich bitte alle und wünsche von allen, dass sie in allem, was sie tun, die Jugend im Blick haben, die Zukunft unserer Kinder, dass sie geborgen und mit Rechten ausgestattet, es gibt auch Kinderrechte, leben können und dass sämtliche politische Entscheidungen auf die Zukunft gerichtet sind und nicht auf die Vergangenheit. Vielen Dank, Frau Kriglewski. Mein Appell wäre, dass wir immer genau hingucken sollen. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, von den Institutionen oder den PolitikerInnen zu sprechen oder den Individuen, sondern dass in so einer Homogenisierung immer schon die Gefahr liegt, sie zu anderen zu machen und dann auch, also gerade wenn es um Politik und Institutionen geht, kommen wir dann schnell in so eine Verschwörungstheorie. Sie machen etwas, was wir nicht beeinflussen können, sondern dass es sich lohnt, genau hinzugucken. Es gibt eine große Vielfalt, an AkteurInnen und dass wir uns selbst als Teil davon verstehen, wie wir sehr viele Handlungsspielräume in Demokratien haben und diese auch nutzen sollten. Vielen herzlichen Dank, Herr Sittler. Ich möchte meine Mitmenschen bitten, alles, was sie nach eingehender Prüfung für richtig empfinden, auch zu sagen und öffentlich zu machen und dazu zu stehen, denn Mut tut gut und sie würden sich überraschen, wie befriedigend es ist, mutig zu sein. Vielen herzlichen Dank auch für die Schlusswörter. Ja, ich danke Ihnen nochmal für unser gutes Gespräch und darf nochmal das Buch empfehlen. Wie gesagt, Verteidigt die Demokratie mit den Beiträgen unserer Kuratorinnen und Kuratoren heute und natürlich vieler weiterer, die spannende Beiträge zu diesem Thema geschrieben haben. Ich schließe unser gutes Gespräch mit zwei Zitaten, mit zwei Gedanken. Einerseits, nachdem Frau Salzer auch in ihren Beiträgen das Grundgesetz in Deutschland und die Bundesverfassung in Österreich erwähnt hat, mit dem Autor der Bundesverfassung, mit Hans Kelsen. Er hat nämlich geschrieben, Demokratie kann sich nicht dadurch verteidigen, dass sie sich selbst aufgibt. Und der deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal in einer Rede gesagt, Demokratie ist kein Zustand, Demokratie ist ein Prozess. In dem Sinne beteiligen Sie sich daran. Einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und danke nochmal unsere Gäste nach Baden-Württemberg, nach Niedersachsen und zu Monika Salzer nach Wien. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Vielen Mal. Dank. Schönen Abend. Dankeschön. Alles Dankeschön. Gute. Tschüss. So, jetzt ist. Hat Spaß gemacht. Ja, war wunderbar. Ja. Jetzt ist es live aus, ne? Wir müssen uns verlassen. Es ist. Genau, warten Sie. Vielen Dank, es war sehr, war schön. Ich danke Ihnen. Ja, Das muss ich man danke. alle 2 Monate machen, damit das Hirn in Bewegung bleibt. Finde ich Das gut. machen. Dankeschön. Danke. Okay, ich gehe.